Shalom Aleichem. Der Prinzip von Hashgacha Pratit bedeutet, dass der Schöpfer Hashem jeden einzelne Sachen in dieser Welt ist in seine Hände. Aber das ist eine Sache von Perspektive, von einem Blickwinkel, von deiner Brille. Du kannst Hashem begegnen in jeder Passierung oder du kannst blind sein und es ignorieren. Plötzlich, wenn du bist in Not, kam in deine Bank irgendeine Überweisung, das hast du nicht erwartet. Das weiß ich, Geburtgeld von der Frau, Kindergeld, irgendeine Familie hat dir geholfen, ein Freund, irgendeine, keine Ahnung, oder ein Mensch sucht eine Wohnung und plötzlich hat er gefunden. Wem soll er sich bedanken, der Makler oder Hashem? Er kann sagen, wow, was für eine Wunder, was für ein Zufall, genau jetzt suche ich eine Wohnung, genau jetzt suche ich eine Arbeit, genau jetzt suche ich ein Schiddach. Nein. Hakol ist von Hashem. Alles ist in die Hände von Hashem. Und wenn du sagst, wow, wenn du bist überrascht von dem Zufall, es ist nicht gut. Aber wenn ein Mensch sieht in jeder Sache Hashems Hand, es bringt auf ihm noch mehrere Wunder. Es ist unglaublich. Es war einmal eine Hochzeit und der Papa hat gesagt, bei der Hochzeit, er hat genommen das Mikrofon und er hat gesagt, Gott hat mir nicht geholfen, die Kinder zu heiraten. Er hat alles gemacht. Wir denken, Hashem hilft uns. Nein, wir helfen uns selbst. Und Hashem macht alles für uns. Er gibt uns Leben, er schenkt uns Mut, Wille. Ohne dem geht nicht weiter. Maimonides schreibt in Ilchot Aniyot, wenn es kommt in die Welt Unglück, und der Mensch sagt, ah, Zufall, Krieg, Unglück, Katastrophe, sagt er, das sind grausame Menschen. Jeden Mensch, der sieht, der etwas passiert in der Welt, soll er wissen, das ist ein Signal von Hashem für uns. So wie es steht geschrieben in die Tora, Valachtem imi bekeri, wenn ihr glaubt, das ist alles Zufall, ich werde auch mit euch keri gehen, auch Zufall. Nein, es ist kein Zufall. Ich wollte euch bedanken für so viele Leute, die bereit sind zu erkennen, mehr und mehr, wie viel, wie oft. Hashem begleitet uns in jedem Schritt und in jedem Tritt. Öffne eure Augen und ihr werdet sehen, wirklich, Hashems Ashgacha Pratit. Es ist unglaublich, wie Hashem die Welt regiert. Shkoyach.